Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir das Buch des Ketzers gelesen, beziehungsweise, ich lese mich schon, haben wir das Geständnis des Ketzers gelesen und müssen jetzt aufgrund dessen Geständnis herausfinden, wo seine Kollegen sind. So, wir waren stehen geblieben bei, ich lief am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Dann fand ich zwei Brücken über den Fluss Jordan und Satan versuchte mich. Zwei Brücken. Das ist doch mal was Vernünftiges. Wir müssen weiter in die Richtung. Weil das ist natürlich das Ende der Welt. Laufen wir einfach mal in die Richtung. Es kann ja nicht schief gehen, oder? Ich meine, da muss doch irgendwas sein. Irgendwas muss da sein. Was ist das denn? Okay. Da trainiert jemand Karate. Karate? Ja. So, wir laufen einfach mal weiter. Hier ist eine Brücke, aber ich glaube nicht, dass... Ja, zwei Brücken. Zwei Brücken. Okay. Ich glaube, dann haben wir es fast. Da ist ein schwarzer Punkt. Auf der Karte. So. Gucken wir mal weiter. Also. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans. Das war die, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das komische Fangnetz da. Und dann fand ich zwei Brücken über dem Fluss Jordan. Satan versuchte mich auf die rechte Seite zu locken, doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Das heißt, er kam plötzlich von hier? Kann das sein? Ja. Oder er wählte hier diesen Weg. Wer bist du? Bist du ein Ketzer? Warte kurz. Bist du ein Ketzer? Nein. Nur ein Wanderer. Okay, er wählt hier die linke Seite. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Wie geht's denn weiter? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt richtig ist, wo wir laufen. Vielleicht nahm er auch die linke Brücke, aber das ergibt keinen Sinn. Mich auf die rechte Seite zu locken, doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Da endlich sah ich es. Das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern. Es wurde von Männern aus Stroh bewacht, doch... Okay. Ich sehe keine Vogelscheuchen. Ich habe die Heuballen gesehen. Waren das etwa die? Denn hier ist ja nichts weiter. Ja. Okay, versuchen wir es mit dem Heuballen. Ja. Da hätte sich doch die Quest vorhin schon aktualisiert. Ja, für mich klingt das, als wären das Vogelscheuchen und keine Heubällen. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie doch von hier kam plötzlich. Ich weiß auch nicht. Leute, ich weiß auch nicht. Hilf mir mal. Ja. Wo soll ich hin? So, wir versuchen es einfach nochmal mit den Heuballen. Also, wir laufen erstmal zurück zur zu den Brücken. Tun wir einfach mal so, als würde er hier gestanden haben. Und der Teufel wollte ihn auf die rechte Seite locken, er ist aber auf die linke gelaufen. So. Und da haben wir auch schon die Strohviecher. Mit dem Garten Eden. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wie ist das? Da sind auch Strohviecher, aber das ist die rechte Seite. Hm.
Hier bin ich wohl richtig. Mohnblumen. Also ich hätte gedacht, das wären Vogelscheuchen, aber vielleicht gab es noch keine Vogelscheuchen. Keine Ahnung. Ein Schrein an einem Baum vielleicht? Eine Kiste. Zero findet Kiste, Zero klaut alles in die Kiste. So. Hallo? Ah. Heimlichkeit. Ja, nice. Wenn wir direkt mal reingucken. Heimlichkeit. So, ich hab das schon wieder nicht geskillt, weil ich schon wieder gestorben bin. Groschen, Wollstoff. Was gibt's denn hier zu untersuchen? Ich finde hier Mohnblumen. Hey, komm, nimm sie. Sehr schön. Und jetzt? Ich hasse es in diesem Spiel, irgendwas suchen zu müssen. Ey, das ist so schrecklich. Guck mal auf die Karte, wie groß ist denn das Gebiet? Nicht allzu groß. Das Auffälligste ist eigentlich das hier, ne? Hölzernes Kreuz. Ja, sind das doch keine Ketzer. Ein schönes, handgeschnitztes Kreuz. Jemand aus dem Dorf könnte es kennen. Okay. Ich bin begeistert, dass ich den Weg hier gefunden habe, obwohl das irgendwie total verwirrend war. Weil hier kommt man nicht mehr raus. Hilfe, ich will hier raus. Ja. Okay, dann zurück ins Dorf. Ferdinand, kommen Sie mal her. So. Ach, du ahnst es nicht. Heilige Sch... Na gut. Ich hab Spaß. Durchsuchen wir das verdammte Dorf. Ey, Uschitze mag mich voll. Geil. Endlich mal ein Dorf, was mich mag. Also, ich kenn schon ein paar mehr, aber... Die mögen mich. So, ja, als erstes würde ich sagen, fragen wir erstmal hier nach. Was? Hier. Denn da ist ja eigentlich so eine Art Treffpunkt, ne? Das Kreuz. Ich suche nach dem Besitzer dieses Kreuzes. Weißt du zufällig, wem es gehört? Nein, weiß ich nicht. Aber frag doch den Pfarrer. Er segnet alle Kreuze im Dorf. Danke, werde ich tun. Ja, okay. Der Pfarrer, hau rein. Der gute alte Pater Goodwin. Hey Goodwin, alter Saufkumpane, was geht? Glück und Gesundheit. Ich habe dich draußen mit dem Schwert üben sehen, ja, das haben wir schon mal gesagt. Die Leute im Dorf sagen, du würdest die Kreuze in ihren Häusern segnen. In der Tat. Weshalb fragst du, Heinrich? Ich habe mich nur gefragt, ob du dich erinnerst, wem dieses Kreuz gehört. Mag sein, aber vielleicht will ich es nicht sagen. Warum? Die Leute sagen, du hast dich mit dem Vikar unterhalten. Sie haben Angst, dass Herr Hanusch dich geschickt hat, ihm zu helfen. Das ist nicht ganz wahr. Ganz so ist es nicht. Und wie dann? Herr Hanusch hat mich beauftragt, herauszufinden, was er will und ihn, wenn möglich, loszuwerden. Dann haben wir dasselbe Anliegen. Aber ich würde es dennoch begrüßen, wenn am Ende niemand verbrannt wird. Dazu wird es nicht kommen. Es gibt hier keine Ketzer. Ich werde ihn los, koste es, was es wolle. Kein Grund zur Sorge. Hier gibt es keine Ketzer. Das hoffe ich. Aber diese Inquisitoren finden immer etwas. Sie hassen es, mit leeren Händen zu ihren Herren zurückzukehren. Wo hast du das Kreuz gefunden? Wie wäre es mit einem Handel? Ich sage dir, wo ich es her habe, und du mir, wem es gehört. Also gut, sag's mir. Ich habe es aus dem Wald. Sah aus wie ein Treffpunkt. Da waren auch andere Dinge. Kerzen, Leinen und so weiter. Verflucht. Das sieht wirklich so aus, als... Als hätte der Vikar recht, hier zu suchen. Es hat mich auch überrascht.
Also, wem gehört es? Das Kreuz gehört den Bauers, das weiß ich sicher. Aber das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Wenn sie wirklich Ketzer sind... Was willst du unternehmen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde alles tun, um eine Hexenjagd hier zu verhindern. Okay. Herr Harnusch würde es auch so sehen. Ich verstehe. Herr Harnusch wäre wohl auch nicht erfreut. Gut, dass wir da alle einer Meinung sind. Die Frage ist, was wir unternehmen können. Der Vikar wird nicht aufgeben, ehe er hat, was er will. Weißt du was, mein Junge? Bevor wir irgendetwas unternehmen, sollten wir prüfen, ob es hier wirklich Ketzer gibt. Was schlägst du vor? Ganz einfach. Hör dir an, wie sie ihre Gebete sprechen. Was soll das bringen? Wofür soll das gut sein? Die Gebete sind allen Christen heilig, ob Ketzer oder nicht. Aber wenn sie Ketzer sind, werden sie anders beten. Warte. Verstehe ich den Begriff Ketzer falsch, oder? Moment, Ketzer. So, Ketzer. Wikipedia. Ein Ketzer oder Heretiker ist laut Duden jemand, der von der offiziellen Kirchenlehre abweicht oder allgemeiner jemand, der öffentlich eine andere als die in bestimmten Angelegenheiten für gültig erklärte Meinung vertritt. Der Glaube oder die abweichende Meinung des Ketzers wird als Ketzerei oder... Achso. Nee, ich hab das schon richtig verstanden, nur es... Wie soll ich erkennen, dass ihre Gebete anders sind? Weißt du etwa nicht, wie wahre Christen beten? Doch schon. Also, ich hatte Ketzerei schon richtig in Bedeutung, aber es gibt da... es ist viel facettenreicher. Ein Ketzer kann nämlich auch einfach einer sein, der einen anderen Glauben hat. Wie soll ich ihre Gebete belauschen? Wie soll ich sie beim Beten belauschen? Ich schätze, sie werden in der Kirche nicht ketzerisch beten. Gewiss nicht. In der Kirche werden sie wie gewohnt beten. Aber zu Hause ist das etwas ganz anderes. Ich weiß, dass sie sich abends auf dem Hof mit allen Arbeitern treffen. Da werden sie bestimmt beten. Aber wie soll ich sie dabei belauschen? Ich weiß nicht. Hock dich unters Fenster, klettere auf den Dachboden. Dort wirst du alles hören, was im Hauptraum gesagt wird. Ich erledige das. Gut, ich mache mich ans Werk. Alles Gute. Na gut. Oh je. Nee, ich gehe bestimmt nicht zu dir, ey. Das kannst du knicken. Ich kann dich nicht leiden. Religiöse Tusse. Oh. Oh, ich dachte schon, hier stecke ich fest. So. Ich bin immer noch dafür, dass wir ihn einfach abschlachten. Also, ist kalt, würde ich sagen. Huch. Wieso kann ich hier nicht durch die Reben durch? Ich sehe das nämlich nicht ein, wenn ich am Ende mit ihm irgendwie die Quest abschließen soll, dann bringe ich ihn stattdessen um. Das ist mein Plan. Einfach so. Weil ich kann. Sag mal, wo soll ich denn hin? Aber hier ist auch gleich der Fluss. Oh, hier komme ich rüber. Jetzt muss ich hier quer durch die Landschaft dafür. Hier wachsen überall Mohnblumen. Wie konnte ich das nicht sehen? Egal, wir haben ja jetzt genug, um weiter die Quest machen zu können. Die wir dann hier direkt danach erledigen. Ich hab gedacht, das ist um die Ecke. Jetzt gucke ich mal auf der Karte. Oh. Ja, da hätte ich lange laufen können. Okay. Na gut. Stammen wir unser Pferdchen. Ja. So ist das doch schon viel besser. Ja. Ich muss hier durch. Erstmal die Ober umrennen. Ja. Aber die mögen mich ja Gott sei Dank trotzdem in der Stadt, deswegen kann ich hier eigentlich machen, was ich will. Oh, neuen Bildstock entdeckt. Hallo!
Bin schon weg. Was geht da draußen vor? Ihr seht mich nicht. Niemand weiß, wo ich bin. Die beten höchstwahrscheinlich abends, aber das heißt, wir müssen warten, ne? Wo geht's hier hoch zu euch? Hallo? Ich sehe auf jeden Fall einen Dachboden. Hey, was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Oh, hoppla. Ist das dein Ernst? Ich bin schon weg. Ich habe den Dachboden nicht gefunden. Was heißt das jetzt für meine Quest? Der Hof der Bauer steht unter Verdacht, berichtete dem Vikar. Du wurdest entdeckt, das war's einmal. Erstmal mit der Schnüffelei. Okay, gut. Ach, für mich ist 18 Uhr abends. Könnte aber auch 21 Uhr sein. Komm, wir machen es um 21 Uhr. Wie mein Pferd noch da steht. Hey, sie macht mein Pferd sauber. Finde ich nett von dir. Jetzt muss ich nur noch irgendwie auf den Dachboden kommen, ne? Ich kletter mal kurz hier rüber. Hier bin ich ja nicht mehr auf deren Grundstück. Verschwinde! Du gehörst dir nicht her! Willst du mich verarschen? Der ist aufgeploppt! Brauchst du irgendwas? Ist da jemand? So, willst du mich verarschen oder was? Guten Tag! Ich mich getäuscht haben. Von hier kann ich vielleicht lauschen. Warten. Ja, fast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für diese Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. Amen. Amen. Hört sich doch normal an. Sie haben den alten Wenzel heute zum Pfarrhaus gebracht. Sein Hof ist ganz in der Nähe. Ist nur eine Frage der Zeit, bis... Bis sie mich holen kommen. Ich weiß. Und was werden wir dagegen tun? Der Vikar lechzt nach Blut, der verdammte Hund. Er will dich unbedingt lebend. Ich habe nicht vor, irgendetwas deswegen zu tun. Ich werde nicht in meinem Glauben wanken oder ihm etwa abschwören. Meine Liebe, von was redest du da? Wenn sie mich holen kommen, werde ich mitgehen. Und ich werde nicht lügen. Ist das dein Ernst? Weißt du nicht, was sie mit dir machen werden? Ich kann es mir vorstellen. Aber ich bleibe standhaft. Gott, hab Gnade. Hab keine Angst. Ich werde mich Gottes Willen beugen. Und ich verurteile dich nicht, wenn du gehst. Ich bleib an deiner Seite, obwohl es mir lieber wäre, wenn du es dir anders überlegst. Ich weiß. Und ihr habt keine Furcht, meine Christenbrüder. Bleibt Gottes Plan treu, so wie ich. Geht und verbreitet den wahren Glauben unter all den guten Leuten. Verzeih, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Esst euer Abendbrot und geht dann gleich wieder. Nicht, dass er schon bei Tagesanbruch kommt. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Für mich hört es sich an wie jeder Typi, der zu irgendeinem Gott betet. Naja, sprechen wir mit Godwin, ne? Der ist nämlich der Gute hier im Spiel. Nicht wie der V-Core, der schon so aussieht, als wäre das größte Arschloch der Welt. Ferdi! Ferdi! Put, 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 Ferdi! Ferdi! Oh. Dass der sich immer so anschleichen muss. Okay! Dann zurück nach U-Schütze! So, es ist wieder Tag. Wir laufen mal kurz zu Goodwin. Der Goody Goodwin. Gott sei mit dir. Der Hof der Bauers. Ich bin zum Hof der Bauers gegangen und habe keine guten Nachrichten. Was denn? Sie sind ganz gewiss Ketzer. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Bist du sicher? Was hast du gehört? Das Gebet wurde von einer Frau gesprochen. Nun, zunächst wurde das Abendgebet von einer Frau gesprochen. Gewiss ist das unüblich, aber das allein ist nicht beweiskräftig. Das ist nicht alles. Sie fürchten sich vor dem Vikar. Sie fürchten, dass der Vikar sie holen kommen wird. Wer tut das nicht? Dieses Schwein könnte bei jedem irgendetwas finden. Nun, es ist nicht so, dass er sich sonderlich anstrengen müsste. Frau Bauer hat vor, alles zu gestehen. Gestehen? Was genau? Wahrscheinlich ihren Glauben. Die Leute auf dem Hof haben versucht, ihr das auszureden, aber ihr Entschluss steht. Oh, gütiger Gott. Das fehlte mir noch. Was soll ich bloß tun? Wir müssen ihnen helfen. Ich weiß nicht, aber wir müssen ihnen helfen. Da hast du recht. Du musst es ihnen ausreden, Heinrich. Du musst sie überreden zu fliehen. Du hast leicht reden. Sie überreden? Das sagst du so leicht. Du hast ihre Unterhaltung nicht gehört. Du findest bestimmt einen Weg. Du musst es versuchen. Es ist zu ihrem Besten. Und zu deinem, Heinrich. Nee. Nein. Ich bin nicht verrückt. Ich stecke da bereits tiefer drin, als mir lieb ist. Wie du willst. Aber ihr Leben liegt in deinen Händen. Also denk darüber nach. Mach's gut. Manu? Was sagt mir meine Quest? Wer den VK los, anstatt den VK-Bericht. Na gut, gucken wir, ob wir ihn heute töten. Hey, pass auf! Ha, die Leute heutzutage. Gott sei mit dir. Ich weiß, wer die Ketzer sind. Mehr habe ich nicht? Sicher. Lebe wohl. Na gut. Er muss sterben. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Ich werde ihn los. Und wenn mich dann die ganze Kirche hasst, ist mir egal. Sollen die doch kommen? Sollen die mich holen? Ist mir scheißegal. Oh Gott, ist das dunkel. So. Oh, die Tür ist offen. Nett. Sieh mal eine an. Wie schlief denn da? Was mache ich denn? Umhauen oder heimlich töten? Ich bin losgeworden. Oh. Über Simoni, Türschlüssel, Mythen der Rhetorik, Goldkreuz, edler Wein, Schnaps. Hilfe, hier ist eine Leiche!
Allmächtiger! Wache! Hilfe! Da! Jemand wurde umgebracht! Hierher! Mein Gott! Eine Leiche! Oh mein Gott! Ich bin da rausgekommen! Heilige Scheiße! Die wissen nicht, dass ich es bin. Oh Gott! Zum Glück bin ich so gut im Schleichen. Ich bin an ihr vorbeigeschlichen. Ich bin an der Wache vorbeigeschlichen. Krass. So, okay. Eddie! Wir reiten jetzt. Und hoffen einfach auf das Beste. Ich meine, niemand hat mich gesehen, ne? Niemand kann wissen, dass ich es war. Oh Gott. Warum so langsam? Geh da raus! Ah, oh, jetzt muss ich hier noch durch die Stadt, ne? Okay, ich glaube, wir sind echt... Ja, wir sind in Sicherheit. Alles gut. Oh, tot am Wegesrand. Nicht in der Nacht. Habe ich keinen Bock drauf. Kann man sowieso schon so schlecht sehen. Okay, Neuhof mag mich nicht wirklich. Ich habe da eigentlich nicht viel zu schaffen gehabt. So. Ja. Sagen wir einfach mal Bescheid, dass wir uns um ihn gekümmert haben. So, warten wir am besten noch mal ein bisschen. Da ist er doch. Gott segne dich. Der Vikar wird dich nicht mehr belästigen. Es ist alles geklärt, Herr. Der Vikar wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Ausgezeichnet. Endlich gute Nachrichten. Das kommt darauf an, wie man es sieht. Was soll das heißen? Der Vikar, er ist tot. Was? Verdammt, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Was zum Henker ist passiert? Jemand hat ihn getötet? Er wurde getötet. Waren womöglich Banditen, die... Oh, Misserfolg, scheiße. Wollten. Wer weiß? Banditen, was? Ich nehme an, du hattest nichts damit zu tun, richtig? Nein, antworte nicht darauf. Ich würde vor dem Gericht des Erzbischofs nicht lügen wollen. Und nun verschwinde. Ich muss nachdenken, wie ich diesen Schlamassel in Ordnung bringe. Sehr wohl, Herr. Ja. Du darfst nicht im Dunkeln ohne Licht herumlaufen. So lautet nun mal das Gesetz. Weißt du, es ist helllichter Tag, Dude. Herr im Himmel, was ist jetzt? Na gut. Hey, du, es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht herumzurennen. Es ist 12! Mittags! Mittags, was bist du, Drachenlord oder was? So, gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann widmen wir uns noch kurz unseren unentledigten Quests, bevor wir dann weiter zur Hauptquest gehen. Und wir haben natürlich auch, bevor wir jetzt die Folge beenden, die Hauptstufe erhöht. Was kriegen wir denn hier? Wir haben noch einiges vor uns, ne? Oh, cool. Und welche Möglichkeiten haben wir denn? Gelehrter, deine Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, so könnte ich noch früher Ereignisse sehen. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst, wenn du schmutzig bist. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist, nein, Asket. Du kommst 30% länger ohne Essen aus. Wir haben auch einen Speer. Hilft ja alles nichts. Gut, haut rein. Tschüss.